Willkommen zurück, Abenteurer, in der Welt von Jiringal im Spiel Black Geyser Couriers of Darkness. Wir stehen im Winzerhain, hatten uns das schon in der letzten Folge umgesehen und wir haben endlich die Schnapsdiebe lokalisiert. Die lustigen Seemänner dort vorne haben uns einen Tipp gegeben und zwar, dass sie sich im Norden hier befinden auf der Karte. Also auf dieser Karte hier im Winzerhain. Und was dieses Grab hier zu bedeuten hat, das wissen wir noch nicht. Vielleicht spielt es ja später für eine Quest eine Rolle. Wir werden sehen. Aber ich schätze, wir müssen uns erstmal mit den Schnapsdieben beschäftigen. Und danach gehen wir in den Keller. Und schauen nach dem Winzer, der verschwunden ist oder sich eingeschlossen hat. So, weiter geht das. Ich wollte noch eingehen auf die Fähigkeiten beim Level Up. Ich hatte mich in der letzten Folge oder davor mal gewundert, warum Fähigkeiten, die man schon hat, nochmal vergeben werden können. Well. Und also es ist nicht so, dass die Fähigkeiten sich verbessern vom Level, sondern man kann einfach, wie bei den Zauberslots, die Fähigkeiten mehrfach anwenden. Yes. Dann noch vielen Dank für den Tipp von Lady Viva, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Biella, ich glaube bei Level 3 war es, da kennt sie keinen Zauber für, also grundlegende Zauber, keine Sprüche. Sondern nur für die erhöhte Energie und da könnten wir natürlich noch 7 grundlegende Zauber lernen bzw. verwenden, wenn wir solch einen Zauber kennen würden. Aber momentan haben wir das halt nicht und da müssten wir eine Schriftrolle irgendwie besorgen für Level 3 Zauber. Also Grundenergie Level 3 Zauber, genau. Das wäre noch demnächst zu erledigen. Danke an Lady Viva. Yes? Ach, wie schön idyllisch. Wenn diese Welt nicht von Gier zerfressen wäre. Off I go. Also auf nach Norden zu den Schnapsdieben. I'm not going to like this, am I? You can't be serious. Stapf, stapf, stapf. What is your wish? Hamlin, schleichen? Yes. Das sieht mal seltsam aus. Mit seinen. Ja, der Gang irgendwie so. Okay. Also gut, da sind sie. Also man sieht schon. 5 Kämpfer, 2 Zauberer. Ich denke mal, wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Vor allem, weil wir ab jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad sehr schwer spielen. Ich don't see why not. What do you need? As you say. Dieben. Hey du da, willst du irgendwas? Raus damit, Grünschnabel. Lass gut sein, Ronny. Ronny, Dieben? Das Mädel will uns offensichtlich nichts Böses.
Also, Reisende, du bist sicher aus einem bestimmten Grund hier. Ich sage es gleich vorweg. Dunnings Werkmeister machen nur mit ernsthaften Unternehmern Geschäfte. Dunnings Werkmeister? Wir fragen erstmal. Angreifen können wir immer noch, klar. Ja, mit dem Wunderelixier, mit dem Trank des unweigerlichen Erfolgs. Da fühlen sie sich wahrscheinlich gleich ertappt. Oder wir tun so, als ob wir das kaufen wollen. Das Wunderelixier. Also eins oder zwei. Wer oder was sind Dunnings Werkmeister? Wir kümmern uns um die Beschaffung und den Transport magischer Artefakte. Aber ich verstehe, warum du uns nicht kennst. Wir verkehren in einer anderen Liga. Nur Jeringals reichste Bürger können sich unsere Dienste leisten. Ja, aber Dunning, ich glaube, die hier ist selbst Abenteurerin. Dunning ist auch dabei anscheinend. Aber versteh mein Freund hier nicht falsch. Wir werden dich nicht rekrutieren. Dunning hat hohe Ansprüche. Okay. Dann würde ich sagen, zwei. Wir tun so, als ob wir den Trank kaufen wollten. Trank des unweigerlichen Erfolgs. Ich habe gehört, dieses Wunderelixier wäre seinen Preis wert. Dieb? Nee, nie davon gehört. Sonst noch was? Okay, jetzt haben wir neue Optionen. Zwielichtige Geschäfte. Das wäre Hemlin. Ich habe auf der Mondlichtung eine Händlerin getroffen, deren gesamte Schnapsladung gestohlen wurde. Ist das nicht ein komischer Zufall? Ach so, okay. Oder falschen überzeugen. Seid ihr Verbrecher oder eine reisende Theatertruppe? Ihr seid nämlich erbärmliche Schauspieler. Also, wo habt ihr den Schnaps versteckt? Ich glaube, wir sind den falschen überzeugen besser. Ja, schade, dass die Werte hier nicht angezeigt werden als Tooltip. Wäre noch ganz nett. Also optional zumindest. Also, wenn wir Sirenia sagen, dann kommt es eh zum Kampf. Wir falschen überzeugen. Sirenia? Achso, haben wir doch gar nicht gesagt. Achso, die kennen die. Die ist ein Schwächling, genau wie du. Wenn du dich weiter so aufspielst, bekommst du die Zauberkraft zu spüren, die du sie noch nie gesehen hast. Das war die letzte Warnung. Hast du gehört, du Hundensohn? Hör auf zu kläffen. Und zieh ich mal an deiner Kette, und zwar kräftig. Okay, jetzt können wir noch mit erfahrener Krieger drohen. Wäre so die Abteilung unser Zwerg. Also Helgenhaar, der Zwerg, kann das ganz gut. Oder wir können noch mal zwielichtige Geschäfte versuchen. Doch hier, das hier kann sich doch für uns alle lohnen. Zahlt mir einen fairen Anteil und ich erzähle Sarinia, dass ihr verschwunden seid. Nee. Oder falsch überzeugen, entschädigt die Händlerin für das, was ihr gestohlen habt. Her damit, sonst nehme ich es mir mit Gewalt. Okay, wir versuchen nochmal falsch überzeugen. Dieb, du hast deine Grenze überschritten, meine Liebe. Das hättest du lieber nicht tun sollen. Kleine Häppchen wie dich verspeisen wir zum Frühstück. Mach dich bereit zu schreien.
Nein, mach dich bereit zu sterben. Oh, die buffen sich. Da oben sind die Tests, die wir absolviert haben. 2x50 und wir haben 46. Allerdings die Gruppengier hat sich gesenkt. Und der andere Test war noch schwerer, okay. Wenigstens haben wir nicht der Gier nachgegeben. Okay, aber die buffen sich teilweise. Ich denke, wir müssen echt, ja, uns anstrengen. Wie wäre es erstmal mit was haben wir denn hier? Kettenblitz. Ich würde sagen, erstmal eine kleine Ablenkung mit Wölfen. Das hat noch nie geschadet. My skills are at your disposal. Linnea macht mal die magische Rüstung. Falls sie in den Nahkampf muss. Und Helgenhaar geht nach vorn. Whatever you say. Macht gleich wahrscheinlich mal Wachsamkeit. Defense-Bonus. Er soll erstmal die Angreifer auf sich ziehen. Weil er hätte die besten Verteidigungswerte. Gerade mit der Fähigkeit Wachsamkeit. Avex hält sich bereit. Und Hamlin schießt gleich mit dem Bogen. Okay. Biella nicht so weit, nicht so nah ran. Okay, Angriff. Avex. Den Zauberer da umnieten. Und Bogen schießen. Dann best erstmal die Zauberer ausnocken. Sorry, what? Oh, du schießt da hinten? Oh yes. Gott. Linnea, komm mal nach vorn. Ich hatte sie vergessen. Okay, Avex kommt. Helgenhaar steht da. Mit Wachsamkeit. Also, Defense-Bonus. Und Linnea. Biella könnte mal. Oh, da ist die Zauberin. Die sollten wir auch mal attackieren. Mit Hamlin. A beer would be nice. Here. Okay. Oh, die Wölfe kommen. Hamlin muss sich mal so ein bisschen beeilen. Kann man die Wölfe steuern? Nee, ich glaube nicht direkt. Nee. Hm? What is your wish? Du oh musst mal ein bisschen da um die Ecke. Es hat ein Linnea. Oh, sie hat ein Gift abbekommen. Are you certain? Muss mal ein bisschen da weg. Laughable. Ah, die Wölfe gehen auf den Zauberer. Okay, leichte Schäden bei den Kämpfern. Überfall. Bewegungsbehinderung, okay. Kann ich schaden. Avex. Sorry, what? Okay, die Rüstung ist aktiv. Zähne klappern, was war das nochmal?
Achso, so ein Schüttelfrost. Okay, können wir auch mal verwenden. I'm ready. Und Hamlin muss mal so langsam die Zauberin da angreifen. Weil den Zauberer. What do you wish of me? Okay, noch läuft es ganz okay. Wo sind die? Ist sie tot? Moment. Hallo? Yes. Ach, unsichtbar Zauber. Die werden wir nimmer sehen. Unsichtbar. Okay, wir müssen gefasst sein auf eine. Auf einen Angriff aus dem Nichts. Okay, wir müssen mal gucken, wo die Diebin, weil doch die Zauberin, auftaucht. Okay, Helden hat ein paar kassiert. Noch geht's, aber wir sollten mal heilen. Avex kassiert was? Zunehmend. Dann bitte mal Avex heilen. Oh, Avex hat einen Debuff. Whatever you say. Oh Mann, diese Wölfe. Liebe Entwickler, mach die Wölfe leiser. Das stört doch. Vor allem bei der Lautstärke. Tja, okay. So. Okay, einer ist gestorben. Aber ich glaube, diese Diebin, die unsichtbare, ist immer noch unsichtbar. Okay, es klingt gut. Noch haben wir die Sache im Griff. Noch. Oh, Avex, Avex. Sie sind nicht ganz ohne. Okay, das klingt gut. Die Fallen. Biella wirkt ätzender Blitz. Aber Avex geht's nicht ganz so gut. Weil er auch Debuffs hat. I'm not going to like this, am I? Okay, die sind nicht schlecht. Wir haben zwar schon einige down, aber... ich denke, die eine Zauberin ist immer noch unsichtbar. Hm, oder? Drei Gegner haben wir noch. What is your wish? I don't see why not. What do you wish of me? So, Zauberkeule auf den. Oder ist der Blitz? Avex? Well? Yes?
Gefällt mir nicht. Oh Gott. Avex leidet. A beer would be nice. Thank you. Hmm. Like so and like so. We'll find a solution. Wir heilen mal Avex mit Biella. Mit Zeit. Gut. Ah nein, schon wieder. Danger, Will. Deep wurde von Avex entdeckt. Genau, die ist wieder aufgetaucht. Der unsichtbare Zauber ist wieder. Yes. Zauberer ist aufgetaucht gerade. Aha. Der war die ganze Zeit unsichtbar. Okay, der setzt uns zu. I'm listening. Okay, einen Kämpfer weniger, aber wir haben noch zwei Zauberer. Und einen Kämpfer. Und Avex, ja. Kriegt ganz schön was ab. Mhm. Whatever you say. Okay, dieser Kampf ist anspruchsvoll. Hm? Aber wie gesagt, auf Einstellungen sehr schwer ist es okay. Aber ich denke, wenn dann noch härtere Gegner kommen, können wir uns was, auf was gefasst machen. Aber gut, das ist ja wenigstens ein bisschen... Dann wird es spannender. Okay, Linnea. Zaubere. What do you wish of me? Heile Avex, Biella. Oh Gott. Wenn er jetzt noch einen schweren Treffer abbekommt, dann war's das mit Avex. Ich glaube, ich muss mal einen Heiltrank nehmen. Es wird Zeit. Ich denke mal, es wird Zeit, so langsam für Avex. Oh Gott. Ah, gut, Heilung. Sorry, what? Hmm. I'm ready. Die halten sich gut, gerade die Zauberer. Mordabsicht. Avex. Well. Wow. Okay, er kriegt immer ganz normale Schnittangriffe, Schaden. I'm always ready. Und Hieb und Stich. Oder Hieb und Schlag vielmehr. Yes. Avex wurde um 12 geheilt. Göttlicher Beistand auf Avex. A beer would be nice. Thank you. Okay. From the shadows he strikes. Noch zwei über. Also Avex ist doch ein bisschen anfällig. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen was machen an seinem Equipment. Hm. Oder vorher mehr Schutzzauber. Hm, mal sehen. Kriegen sie hin? Oh, es kriegt Helgenhaar einen drüber. Okay.
Go ahead. I will end them. I'm ready. Like so, and like so. I don't see why not. So, wir sollten das mal so langsam hinkriegen. Boah, Helgen, ah. Okay. I'm listening. You're in charge. Das hätten wir eine Menge Loot gibt's. Haben wir auch verdient. Auge des Sporenschrecks. Kugel. Achso, magische Geschosse. Kugeln. Okay, Gold. Schilde. Ja, magische Dolche. Rezept für Klebestaub der langen Nacht. Was zum Craften. Okay. Verteilen wir das mal so ein bisschen. Also hier wird das Gewicht ja direkt auf die Partymitglieder gelegt, die es aufnehmen, nicht ins Gruppeninventar. Muss man mal so ein bisschen gucken. Ja, ähnlich wie bei Baldur's Gate. Das finde ich eigentlich bei Pathfinder ganz gut, dass es dann gleich ins Gruppeninventar geht. Bei Pillars of Eternity ist es auch so. Finde ich eigentlich praktischer. Let's see. My skills are at your disposal. Den Biala schon wieder überladen. Erfordert natürlich ein bisschen mehr Micromanagement dann. Aber gut, man könnte auch sagen, ist realistischer. Hm. Und wie wir alle wissen, ist Realismus in einem Fantasy-Spiel ganz, ganz wichtig. Okay. Die Schnapsdiebe. Ich habe die Diebe getötet, die Sarenia ausgeraubt haben. Mit dieser Neuigkeit kann ich zu ihr zurückkehren. Ja, die haben wir auch lange gejagt, diese Diebe, über mehrere Karten. Das war schon ganz gut gemacht. Also es war schon ganz nett gemacht, diese Quest. Weil das war mehr so eine Verfolgungsjagd. Fand ich ganz gut. So, betritt den Keller des Winzerhauses. Und wir wissen ja alle, in Kellern lauert nichts Gutes, gerade in solchen Spielen. Ist nicht nur so bei Stephen King so. Nein, auch hier. Can I help you? Die haben nichts mehr zu sagen. Die Seemänner? Nee. Ahoi, hoi, yo, yo. What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. If I must. Hooray, Abschiedsreises. Okay, ich höre auf. Reglin, hast du was zu sagen? Hey, what new disappointment is this? Was für eine Enttäuschung ist das schon wieder? Griesgram. So, die Tür. Ist sie offen? Nein, die Tür ist von innen verriegelt. Eine Notiz an der Tür verrät, Händler, da lasst eure Anfragen im Briefkasten. Ich melde mich innerhalb von 4 Tagen per Brieftaube. Eigentlich eine gute Message für einen Anrufbeantworter. Ja, der Kampf war nicht schlecht. Wir sind voll angeschlagen, wir müssen rasten. Ja, auf jeden Fall. Weil so können wir keinen neuen Kampf gehen.
Und wir haben viele Heilzauber verbraucht, das heißt, wir müssen ja tatsächlich rasten. Und das werden wir tun. Und in der nächsten Folge betreten wir dann den Keller des Winzerhauses. Okay, ciao, Dargonaut, seid dabei.